So, herzlich willkommen zu meiner Podcast-Vorlesung zum Thema Symbolschreibweise in der Chemie. Ja, um was geht es? Symbolschreibweise ist so ein bisschen was wie eine Geheimsprache bei den Chemikern. Ein Beispiel sollte euch auf jeden Fall schon mal untergekommen sein. Das ist dieses hier mit dem Beispiel H2O. Was ist das? Naja, im Grunde genommen ist es nur eine Abkürzung für Wasser. Das heißt, wenn die Chemiker von H2O sprechen, dann meinen sie den Stoff Wasser. Symbolschreibweise besteht aus verschiedenen Bestandteilen, nämlich einmal diese Buchstaben und auch die Zahlen. Was die Zahlen bedeuten, da kommen wir dann im zweiten Teil dieser Vorlesung dazu. Und wir kümmern uns erstmal um diese Buchstaben. Das heißt, wo kommen die Buchstaben her? Warum verwendet man sie? Was bedeuten sie und so weiter. Ebenfalls Symbole solltet ihr aus dem Chemieraum kennen, wenn ihr hier so ein Periodensystem habt. Auch hier habe ich ein Periodensystem der Elemente. Und mit Elementen sind eben diese einzelnen Kästchen gemeint, in denen man die Symbolschreibweise für die jeweiligen Elemente findet. Zur Erinnerung, Elemente. Das waren ja Reinstoffe, die sich chemisch nicht weiter zerlegen lassen, während dann im Gegensatz die Verbindungen zusammengesetzte Stoffe sind. Auch Reinstoffe, aber sie lassen sich wieder zerlegen. Chemisch natürlich. So, ich möchte einen kleinen historischen Rückblick geben. Dazu habe ich ein paar Seiten im Internet gesucht. Ihr findet die Seiten hier auf der Überblickseite zum Thema Symbolschreibweise. Der erste Artikel ist ein Wikipedia-Artikel, da geht es um die Geschichte, auch die Geschichte der Atomsymbole. Es fing ganz früh an mit den ersten Elementen, die man halt so bezeichnete: Feuer, Erde, Luft, Wasser. Dann kamen hier bei den Alchemisten die Symbole für die wichtigsten Elemente, das waren eben Gebrauchsmetalle. Und dann im 19. Jahrhundert neu kam die Atomhypothese von Dalton. Bei der Atomhypothese heißt es ja, dass jeder Stoff aus kleinsten Teilchen, den Atomen, aufgebaut ist. Bei Elementen sind es eben einzelne Atome und bei Verbindungen habe ich zusammengesetzte Atome wie hier. Das heißt, ich habe hier eine Verbindung, die aus zwei Atomen zusammengesetzt ist, so eine Art kleinste Teilchen aus zwei Atomen zusammenstehen. Der Dalton hat sich diese Symbole selber ausgedacht. Ich habe da noch ein paar Bilder dazu. Hier hat man so eine Überblickseite, was er da für komische Symbole verwendet hat. Und er hat auch hier in seinem Buch, ich glaube, das ist, ja, der Titel fällt mir gerade nicht ein, aber das ist so eines seiner wichtigsten Werke. Da hat er eben hier nochmal einen Überblick über die Elemente. Die sind auch hier bezeichnet. Und hier eben verschiedene Beispiele für Verbindungen, wo zwei oder drei, vier, fünf oder sechs Atome zusammenhängen. Im Prinzip war er da schon relativ nahe an dem, was wir wissen, nämlich dass wir diese Moleküle haben, wo Atome zusammenhängen. Aber diese Symbole sind halt doch ein bisschen unhandlich. Ich denke, wenn man sie sich merken muss, ist es doch ziemlich schwer. Glücklicherweise hat jemand anders sich eine andere Variante überlegt. Denn es geht ja im Prinzip darum, dass man, wenn man über ein Element spricht, nicht jedes Mal eben den gesamten Namen ausschreiben möchte. Und einer hat eine ganz einfache Lösung gehabt, und zwar war das der Berzelius. Ich habe hier eine Originaltabelle gefunden im Internet, aus einem Buch, das im Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Man sieht hier, er hat hier eine Tabelle mit Zahlen. Zwar sind das ja sind das Atommassen. Das ist unter anderem seine Leistung gewesen, dass er die Atommassen mal gesammelt hat. Aber noch wichtiger, er hat hier eben eine Liste der oder verschiedener Atome und dazu ein Zeichen. Und was er gemacht hat, ist, man sieht es ja fast, O-Oxygenium, O-Punkt, Sulfuricum, S. Also er hat eigentlich gerade abgekürzt. Und die Namen, die er verwendet hat, das sind im Wesentlichen lateinische, passen aber auch größtenteils zu den englischen Namen. Also Nitricum oder Nitrizum vielleicht auf Lateinisch, Nitrogen dann auf Englisch oder Hydrogen oder entsprechendes. Also letztendlich verwenden wir also für
die Elemente, Symbole, die gerade den Anfangsbuchstaben von englischen oder lateinischen Bezeichnungen entsprechen. So, nun aber mal ein bisschen konkreter. Es ist letztendlich schon so, wir müssen es auswendig lernen, aber es gibt ein paar Regeln, die man beachten muss. Da gehen wir jetzt mal wieder zurück hier hin. So, also das waren hier die Sachen, die ich betrachtet hatte. Folgende Grundregeln gibt es. Das eine ist, es sind maximal ein oder zwei Buchstaben, wie man hier sehen kann. Ein Buchstabe allein hätte ja auch gar nicht gereicht, weil es sind ja schon, es gibt ja auch hier schon über 100 Elemente und es gibt nur 28 Buchstaben, also hätte das niemals ausgereicht. Der erste Buchstabe ist immer groß, auch wenn es eben zwei Stück gibt. Und wenn es zwei gibt, wenn es zwei Buchstaben gibt, ist der zweite eben klein geschrieben. Wenn man diese Regeln beachtet, sollten die zwei folgenden Schreibweisen keine Probleme bereiten. Großes C, kleines O, großes C, großes O. Ist es das gleiche? Nee, eben nicht, sonst würde ich es ja nicht ansprechen. Was ist der Unterschied? Das hier, wenn der zweite, weil der zweite Buchstabe groß ist, ne? Zwei Buchstaben ist der zweite klein, also ist ein Stoff, beziehungsweise ein Element, nämlich das Element Kobalt. Und hier habe ich C und O jeweils groß. Das heißt, ich habe das Element mit dem Symbol C und das Element mit dem Symbol O. Und das sind eben Kohlenstoff und Sauerstoff. Das heißt, ich habe hier nicht ein Element, sondern eine Verbindung mit dem Namen Kohlenmonoxid. Um nochmal hier auf das Periodensystem zurückzugehen, wir wiederholen nochmal kurz die Regeln. Wenn es ein Buchstabe gibt, dann ist der immer groß. Wenn es zwei Buchstaben gibt, der erste groß, der zweite klein. Erster groß, zweiter klein und so weiter. So. Nun, genaue Informationen zu dem, was man da tatsächlich ablesen kann, wird es in den nächsten zwei Teilen zu diesem Thema Symbolschreibweise geben. Ich möchte nur mal eine kurze Vorinformation geben. Ich habe hier eine Formel, ich nenne sie mal Al2O3. Folgendes kann ich jetzt dabei ablesen. Das erste, ich kann erstmal ablesen, aus welchen Elementen diese Verbindung hier aufgebaut ist und dementsprechend auch, aus welchen Elementen ich sie wiederherstellen kann. Ja, was haben wir? Wir haben ja einmal hier vorne ein Symbol hier, Al. Kommt hier vor irgendwo, wo ist es? Da. Das ist das Symbol für das Element Aluminium. Und ich habe ein weiteres Symbol, O. Das ist das Symbol für das Element Sauerstoff. So, das heißt, wenn ich diese Verbindung herstellen will, dann könnte ich das machen. Moment, ich muss mal rüberkommen. Dann könnte ich das machen, indem ich also Aluminium verwende. Aluminium und Sauerstoff. Das ist das Erste, was man ablesen kann. Jetzt steckt aber noch ein bisschen mehr drin, denn da hängen ja noch diese Zahlen dran. Und wie gesagt, das gibt es in den nächsten Vorlesungen genauer. Aber soweit vorab. Ich kann auch genauer nicht nur fest oder ja, ablesen, welche Elemente enthalten sind, sondern eben auch, wie viele von diesen Elementatomen. Und das kann ich eben hier ablesen. Und zwar habe ich aufgrund der zwei Aluminiumatome und wegen der 3 dort oben habe ich eben drei Sauerstoffatome. So, um es nochmal zu zeigen, das Aluminium, das war ja dieses hier, das gelbe. Zwei Stück, wegen der zwei hier unten. Und
Der Sauerstoff, das habe ich jetzt hier ausgeschrieben, kommt hier eine 3 vor, dementsprechend auch die 3 da. So, und eine dritte Information, die ich ablesen kann, ist die systematische Bezeichnung dieser Verbindung. Nun ist es so, es gibt ja so eine Verbindung wie H2O, was ich vorhin erwähnt habe. Die ist bekannt. Da weiß man, das ist der Stoff Wasser. Nun haben wir allerdings Verbindungen in der Chemie in großen Mengen. Und da kann es eben vorkommen, dass es Verbindungen gibt, die eben keinen so wohlbekannten Namen haben. Und dazu gibt es eine systematische Bezeichnung. In diesem Fall würde ich zu dem Stoff, den ich hier habe, aufgrund der Zahlen und aufgrund der Elemente sagen, das ist das Dialuminium Trioxid. Ich denke, dass ihr schon ein bisschen was heraus interpretieren könnt, wo die Zahlen herkommen. Und naja, was da auch noch an Begriffen vorkommt, kann man sich ja fast auch denken. Aber auch da, das kommt dann im dritten Film und dieses Thema hier wird im zweiten Film angesprochen. So, ich möchte noch abschließend hier nochmal drauf eingehen und zwar auf mögliche Fehlerquellen. Hier ist jetzt eine Formel, ich habe vorhin schon diese Formel verwendet, Al2O3. Allerdings, wenn man mal sich überlegt, ist das denn Al oder ist das vielleicht A und I und O? Also das könnte ja eigentlich beides sein. A und I und O und Al und O. Also man weiß es eigentlich nicht genau. Wenn man mal zurückguckt, hierher aufs Periodensystem, Al und O hatten wir ja schon. Ein I gibt es auch. Gibt es auch ein großes A? Na? Ja, also nicht. Ihr werdet kein großes A finden. Es gibt also kein Element mit dem Symbol A. Und insofern ist es klar, dass das also hier ein Al sein muss. Also das da gibt es nicht. Ich habe hier gelb durchgestrichen, aber ist auch egal. So, warum ist dieses Problem? Es ist einfach nur ein Problem der Schriftart. Wenn ich eine andere Schriftart verwende, habe ich mit Al und Ai ganz anderes Schriftbild. Genauso ist es auch bei CL und CI. Das Problem, C, CI, sowas gäbe es. Es gibt ein C, nämlich das der Kohlenstoff. Also muss man da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, Kohlenstoff und CL hier, wie Chlor, das ist, glaube ich, das einzige Element, wo es wirklich Probleme gibt. Aber im Allgemeinen sollte es eigentlich klar sein. So, zu diesem Film gibt es eine kleine Übung. Ich habe hier ein Aufgabenblatt. Da kriegt ihr so die Hälfte von einem Blatt. Im Prinzip geht es darum, die Symbolschreibweise zu verwenden. Hier oben findet ihr Informationen dazu und eine Tabelle. Da geht es vor allem um die Herleitung der Symbole. Ihr findet den lateinischen oder auch griechischen Namen und ihr sollt die Atomsymbole euch notieren. Es ist also jetzt nichts Schlimmes. Es geht nur darum, einfach, dass ihr so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wo das herkommt. Und Atommasse solltet ihr auch mal raussuchen, dass ihr aus dem Periodensystem mal nach diesen Symbolen sucht. Apropos Atommasse, das ist immer das untere hier. Also zwei Zahlen, das ist eine Nummerierung und das da unten ist die Atommasse. So, und auch unterhalb des Arbeitsblatts gibt es noch ein paar Aufgaben. Die Informationen, die ihr hier zum Lösen braucht, findet ihr da oben. Bitte nachlesen. Ansonsten steht alles innerhalb der Aufgaben drin. So, weiter geht es dann, wenn ihr das Arbeitsblatt bearbeitet habt, dann mit dem zweiten Teil des Videos zum Thema Symbolschreibweise in der Chemie.